Hallo, bei Reingedruckt geht es heute wieder um SolidWorks. Ich habe meine Version auch aktualisiert jetzt endlich. Ich möchte euch heute zeigen, wie man SolidWorks etwas aufräumen kann, weil es ist in manchen Hinsichten ziemlich überladen. Und damit es einfach geht, macht ihr einfach eins, ihr öffnet ein neues Teil, sprich ihr fangt ein komplett neues Dokument an. Und dann habt ihr hier als allererstes dann halt schon hier so eine kleine Reiterleiste, die ihr sehen tut. Und ja, sie ist sehr groß, ja, es ist sehr viel drinne und die meisten Sachen braucht man überhaupt nicht für den 3D-Modellisierung, also wenn man ein 3D-Modell darstellen tut. Und ich würde gerne rausschmeißen, was ich nicht brauche und euch auch zeigen, wie das halt funktioniert. Und dann könnt ihr dann halt selber einschätzen, möchte ich das haben, möchte ich das nicht haben, weil man kann ja auch zusätzlich eine ganze Menge mehr mit reinmachen. Ich erkläre auch ein bisschen was dazu, wo ich was dazu jetzt schon erzählen möchte. Ansonsten gibt es dann im Nachhinein viele, viele, viele einzelne Videos, wo ich auf die einzelnen Sachen drauf eingehen werde. Und dann fangen wir einfach mal an. Futures, oder machen wir als erstes das mit der Skizze, muss auf jeden Fall drinnen bleiben. Mit der ganz einfachen Begründung, ohne diesen schönen Teil könnt ihr keine Skizzen erstellen. Also definitiv drinnen lassen. Danach ist Futures das nächste Interessante. Sollte definitiv auch drinnen bleiben, weil ohne die Futures habt ihr nicht die Möglichkeit und könnt einen Volumenkörper daraus erstellen aus euren Skizzen. Netzmodellierung ist eine sehr interessante Geschichte. Lassen wir definitiv hundertprozentig drinnen oder holt es euch rein. Und wenn ihr es euch reinholen wollt, jetzt kommt das allererste Mal, dass ich euch das zeige, weil ich glaube, standardmäßig ist es nicht drinnen. Einmal die rechte Maustaste, Registrierkarte. Und dann steht hier ganz viel, was alles geht und was nicht geht. Und bei mir ist hier das Netzmodelling schon drin eingerastet. Möchte ich haben, also bleibt es bei mir halt auch eingerastet. Und wenn es bei euch noch nicht eingerastet ist, einfach dort den Haken davor gesetzt und ihr habt das dann oben drin. Dann Markierung möchte ich nicht haben. Also fliegen bei mir die Markierungen raus. Das Evaluieren. Habe ich sehr gerne, mag ich, also arbeite ich auch sehr gerne mit, weil man kann damit dann halt ein Bauteil mal schnell messen und man kann Gewichte ermitteln und. Sind aber alles einzelne Tutorials, wo ich dann später darauf eingehen werde. Bleibt bei mir drinnen. MB-Dimensionen, bin ich ehrlich, habe ich noch nicht mitgearbeitet. Werde ich irgendwann mal später darauf eingehen. Jetzt aktuell möchte ich es aber erstmal nicht mal sehen. SolidWorks Zusatzanwendung kann man drinnen lassen. Lassen wir auch erstmal drinnen. Wobei das halt SolidWorks Zusatzanwendung da. Es hat aber mehr was. Ja, wir lassen es mal drinnen. Nee, wir machen es raus. Erstmal raus. So, Simulation, die. Nehmen wir, nee, die lassen wir drin. Dann hier das MBD, das schmeiße ich auch raus. Das will ich auch erstmal nicht. Da gehen wir auch später rein. Das hier werdet ihr definitiv nicht brauchen, das SolidWorks CAM. Weil das ist dafür da, um dann halt CNC-Programme zu schreiben. Und ihr schreibt ja keine CNC-Programme, sondern ihr wollt ja drucken. Und hier das letzte ist die Analysenvorbereitung. Gehen wir auch viel später drauf rein, also dann auch erstmal mit raus. Analysenvorbereitung. So. Was wäre denn hier alles noch drin, wo wir vielleicht sagen, okay, das könnten wir gebrauchen. Eine Tintenskizze. Ja, weiß ich nicht. Oberflächen wollen wir erstmal nicht haben. Blechbearbeitung, das kommt dann, machen wir dann später auch. Struktursysteme machen wir auch irgendwann mal später. Das ist, Schweißkonstruktion, alles, also eigentlich alles das, was dort drin steht, gehen wir peu à peu, Stück für Stück durch. Es werden wirklich sehr, sehr viele Tutorials kommen. Ich freue mich schon darauf, wenn ihr mich dabei begleitet. Und ja, eine ganz wichtige Sache habe ich aber noch und die ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und zwar, ihr kennt das Problem. Man hat was gezeichnet und man drückt dann irgendwo rauf und das ist dann wieder weg. Man kann zwar ganz viel mit Steuerung Z und wiederholen, zurückholen, geht ziemlich oft. Es kommt aber leider auch vor, dass der Rechner mal abstürzt oder keine Ahnung was.
und der Rechner muss neu gestartet werden. Oder man hat das Programm beendet und hat dann halt vergessen zu speichern. Oder. Also es gibt tausende Varianten, wieso, weshalb, warum könnte eine Datei verloren gehen. Und darum eine Sache, die ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Und zwar, ihr geht auf Extras, dann habt ihr hier unten so einen schönen Pfeil da drauf. Und dann habt ihr hier unten Sichern und Wiederherstellen. Ja, Speichern der Autowiederherstellung, also die Informationen dazu, alle 10 Minuten. Ja, ist eine sinnvolle Sache. Und was ihr auch machen solltet, die automatische Wiederherstellung nach Daten und Vernetzung und Ausführung einer Simulation speichern. Kann man machen, muss man nicht machen. Ja. Je nachdem, wie viel Speicherplatz man auf dem Rechner hat, kann man es machen. So. Anzahl von Sicherheitskopien pro Dokument. Das ist jetzt die Geschichte. Ihr habt gespeichert und dann fällt euch dann aber irgendwo auf, eigentlich wollte ich das ja gar nicht so haben. Und meistens ist es so, dass wenn man was gespeichert hat, also wieder rückgängig machen, ist es nicht einfach. Und wenn ihr hier diesen Haken reinmacht und ihr macht wegen meiner 2 oder 3 Sicherheitskopien, nimmt eine Menge Arbeit, nimmt ein bisschen Platz auf der Festplatte weg. Ja, gebe ich gerne zu, aber es spart auch eine Menge Zeit, wenn man mal eine Datei wieder zurückholen möchte. Also wiederherstellen möchte, wie sie war, vorm Speichern. Und hier könnt ihr dann zusätzlich noch entscheiden, wie lange soll denn eine erhalten bleiben, bevor sie gelöscht wird. Ja? Oder Sicherung entfernen, die älter als 7 Tage sind. Das heißt, alle 7 Tage, also nach 7 Tagen, löscht der Computer automatisch die Sicherung. Wenn ihr diese Option drin lasst und ihr arbeitet nicht so oft damit und ihr habt dann, seid dann im Hinterkopf, Mensch, ich habe doch da was gespeichert gehabt oder nicht gespeichert gehabt, aber als Sicherheitskopie ist das drin, dann macht er den Haken raus. Dann bleibt die Sicherheitskopie definitiv selber drin. Ihr müsst dann aber im Gegenzug regelmäßig den Ordner leeren. Lasst ihr den Haken drin, könnt ihr hier einstellen, wie viele Tage sollen die Sicherheitskopien drin bleiben. Im 3D-Druck, weil man ja nicht so viel mit SolidWorks arbeiten tut, wie man mir jetzt schon suggeriert hat, 30 Tage. Ja, nach 30 Tagen hat man, oder in 30 Tagen hat man meistens, wenn man irgendwo an einem Modell oder einem Projekt arbeiten tut, man hat es ausgedruckt, also man hat es fertig kontrolliert, man hat es ausgedruckt und man weiß, dass es funktionieren tut. Also das heißt, das Projekt ist dann abgeschlossen und man fängt dann wieder was Neues an. Es gibt Leute, die schaffen es in 7 Tagen oder, je nachdem, wie groß das Projekt ist. Aber 30 Tage, das ist eine sinnvolle Zahl. Man kann ja dann noch zwischendurch arbeiten gehen, machen ja auch noch viele Leute, ich mache es ja auch. Und das ist das, was ich euch auf alle Fälle ans Herz lege. Ja, also das ist, ja, wichtig. Automatisch wiederherstellen, automatisch speichern. Das war es heute erstmal von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.